23.04.2023, Lothar Lange, Dresden. Ukraine, 2022-23. Ein Stellvertreterkrieg zwischen Polen und Russland auf dem Terrain der Ukraine, wie immer wieder seit über 500 Jahren. Bis 1944 lebten mehrere Millionen Polen in dem heute zum Westen der Ukraine gehörenden Gebieten Galizien, Bukowina und Wolinien. 1944 kam es vor allem in Wolinien durch ukrainische Faschisten, Rassisten zu Massakern an der polnischen Bevölkerung, denen über 40.000 Polen zum Opfer fielen. Nach dem Krieg wurde die polnische Bevölkerung im Zuge der Annexion der polnischen Gebiete östlich des Bug vertrieben. Deshalb leben wegen des fast perfekten Genozid an den Polen im Jahre 2023 nur noch 141.000 Polen auf dem ukrainischen Terrain. Bis zum sogenannten Zweiten Weltkrieg lebten in der Ukraine Grenzland über 1,5 Millionen Juden, zum Beispiel in Städtelsiedlungen, die jedoch zu großen Teilen während der Besatzung durch das Deutsche Reich von SS-Einsatztruppen und insbesondere grausam von ukrainischen Faschisten, Rassisten vertrieben oder ermordet wurden. Die Ukraine war eines der Hauptverbreitungsgebiete der jiddischen Sprache. 2001 lebten nur noch rund 100.000 Juden in der Ukraine, ebenfalls ein fast vollendeter Genozid der ukrainischen Faschisten, Rassisten. Der jüdische Bevölkerungsanteil nimmt wegen der Auswanderung und des allgemeinen Geburtenrückgangs auch zu Zeiten des Politganoven Wladimir Selenskys weiterhin ab, der im innenpolitischen Würgegriff ukrainischer Bandera-Faschisten und Rassisten wütet. Ethnien. Nach der offiziellen Volkszählung von 2001 leben in der Ukraine 77,8% Ukrainer, 17,3% Russen und über 100 weitere Ethnien. Neben den 10 größten Ethnien gibt es noch kleinere Minderheiten mit weniger als 100.000 Einwohnern, darunter hauptsächlich Griechen, Roma, Aserbaidschaner, Georgier und Deutsche. Die Ukrainer genannten Menschen stellen in allen Regionen mit Ausnahme der autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol den größten Teil der Bevölkerung. In diesen beiden Regionen sind Russen die bei weitem überwiegende Volksgruppe. Weitere Gebiete mit hohem russischen Bevölkerungsanteil von 39 bzw. 38,2% Volkszählung von 2001 sind die Oblaste Luhansk und Donetsk im Südosten der Ukraine. Auf dem Gebiet der heutigen Grenzlande Ukraine hielten sich in der Antike meist indogermanische Völker, unter anderem Kimmerier, Skythen und Sarmaten auf. Darüber hinaus entstanden im 7. bis 6. Jahrhundert vor Christus mehrere griechische Kolonien an der Schwarzmeerküste, die im 5. Jahrhundert vor Christi das Bosporanische Reich bildeten. Im 3. und 4. Jahrhundert
ließen sich im Süden zwischen den Flüssen Njestrich und Dnjepr und auf der Krim Goten nieder. 375 wurden sie von Hunnen unterworfen. Das wilde Feld, die ausgedehnten Steppengebiete im Süden des Landes, diente als Durchgangsgebiet für Bulgaren, Awaren, Matschjaren und andere Völker. Mittelalter. Heutiges ukrainisches Territorium in den Grenzen Polen-Litauens als Teil der polnischen Krone. Die Region Polesien im Nordwesten der Ukraine gilt als eine mögliche Urheimat der Slawen. Die heutige Ukraine hat ihren Ursprung, genau wie Russland und Belarus, im ersten ostslawischen Staat der Kiewer Rus. Ab dem 8. Jahrhundert befuhren Wikinger die osteuropäischen Flüsse und vermischten sich mit der slawischen Mehrheitsbevölkerung. Diese auch Waräger oder Rus genannten Kriegskaufleute waren maßgeblich an der Gründung der Kiewer Rus mit Zentren in Kiew und Nowgorod beteiligt. Die Kiewer Rus erreichte ihre Blütezeit im 10. und 11. Jahrhundert, nachdem sie durch militärische Feldzüge Handelsprivilegien in Byzanz durchgesetzt und das Kasarenreich zerstört hatte. Mit der 988 erfolgte in griechisch-orthodoxen Christianisierung der Rus begann ein bemerkenswerter kultureller Aufschwung. Allerdings setzten im 12. Jahrhundert feudale Spaltungsprozesse ein. Aufgrund der politischen Zersplitterung erlag das altrussische Reich in den Jahren 1237 bis 1240 der Invasion der Mongolen, die die Rus ihrem Reich der Goldenen Horde tributpflichtig machten. Der nordöstliche Teil der Rus, Fürstentum Wladimir Susdal, Rassjan, Twer, blieb bis 1480 unter ihrer Herrschaft, während südwestliche Gebiete und Galizien-Volinien infolge der Schlacht am Irpen 1321 und der Schlacht am Blauen Wasser 1362 unter die Herrschaft des Großfürstentums Litauen kamen, das später mit Polen eine gemeinsame Republik Polen-Litauen bildete. Gebiete der heutigen Ukraine gelangten hierbei ab dem 16. Jahrhundert in den polnischen Herrschaftsbereich. Im Osten wurde aus dem Fürstentum Wladimir Susdal das Großfürstentum Moskau, das nach und nach alle russischen Nachbarfürstentümer um sich konsolidierte und schließlich das tatarische Khanat Kasan unterwarf. Das ukrainische Terrain wurde durch dessen Ausdehnung zum russisch-polnischen Rivalitätsgebiet und Grenzland. In dieser Epoche bekam der Landstrich am mittleren Dnjepr den festen inoffiziellen Eigennamen Ukraina, Grenzland, der zwar sowohl in der altrussischen als auch in der altpolnischen Sprache unterschiedlichste Grenzgebiete bezeichnete. Im Schwarzmeergebiet hielt noch lange die Herrschaft des Krimkanats unter osmanischer Oberhoheit an, bis die Krim im 18. Jahrhundert vom russischen Kaiserreich erobert wurde. In den Grenzregionen zwischen der bewaldeten, sesshaften Welt und den nomadisch geprägten Steppenlandschaften, historisch Wildes Feld genannt,
lebten die slawischen Kosaken, die sich der Lebensweise als Steppenreiter angepasst hatten, in ständigem Kleinkrieg mit den einfallenden Krim-Tataren. In Russland waren das die Donkosaken und in der Ukraine die Saporoker oder Dnieper-Kosaken. Neuzeit. Rechtliche Diskriminierung, wirtschaftliche Ausbeutung und religiöser Druck auf die orthodoxe Bevölkerung der südwestlichen Rus seitens der polnischen Krone und der polnischen Magnaten führten immer wieder zu blutigen Aufständen gegen die polnische Herrschaft, die von der oktroyierten Kirchenunion von Brest 1596 weiter angefeuert wurden. 1609 gelang es dem polnischen Reich sogar, Moskau zu erobern. Im Jahre 1648 befreiten sich die Menschen in der Ukraine in einem Volksaufstand unter Führung des Kosakenhetmans Bohdan Chmielnicki von der Herrschaft Polens und die Saporoker Kosaken begründeten einen unabhängigen Staat, das Hetmanat. 1654 unterstellten sich die Kosaken im Vertrag von Pereslavl der Oberherrschaft der russischen Zaren. Nach dem Tod Chmielnickis 1657 kam es allerdings zu einer längeren Periode, die als der Ruin in die Geschichte einging. Außenpolitische Manöver seiner Nachfolger spalteten das Hetmanat und setzten es Verwüstungen durch Bürgerkrieg und die Rivalität der benachbarten Großmächte Polen und Russland aus. Im Endergebnis blieb die linksufrige Ukraine in Bezug auf den Fluss Dnieper mit Kiew unter der russischen Herrschaft. Das Hetmanat der Kosaken bestand hier als autonomer Teil des russischen Kaiserreiches bis in die Regierungszeit Katharina der Großen ab 1762. Die rechtsufrige Ukraine, um die mehrere polnisch-osmanische Kriege entbrannten und die stark verwüstet wurde, kam 1699 an Polen-Litauen. Das rechtsufrige Hetmanat wurde in diesem Jahr aufgelöst. Bei den Teilungen Polens am Ende des 18. Jahrhunderts fiel auch der rechtsufrige Teil der Ukraine an Russland. Die im Westen der Ukraine gelegenen Gebiete Galizien und die Bukowina an das Habsburgerreich. Als Resultat mehrerer russisch-türkischer Kriege wurden im 18. Jahrhundert weite Teile der heutigen Südukraine den unter osmanischer Vasalität stehenden Krim-Tataren abgerungen. Diese Gebiete wurden als Neurussland unter der Leitung von Grigori Potjomkin 1764 dann erschlossen und mit Saporoker Kosaken und Siedlern aus der Ukraine und aus Russland besiedelt. Die Ukrainer wurden im Russischen Reich als Kleinrussen bezeichnet, in Anlehnung an eine alte Einteilung der orthodoxen Kirchenprovinzen in Kleinrussland, historisches Kernland um Kiew und Großrussland, die Gebiete im Norden. Zwischen den Teilungen Polens und der Russischen Revolution
war das Gebiet Ukraine zudem Teil des jüdischen Ansiedlungsraums. Im 19. Jahrhundert begann sich auf dem Gebiet des heutigen Ukraine-Terrains eine Nationalbewegung zu entfalten. Sie lehnte die von der zaristischen Regierung präferierte Vorstellung vom dreieinigen russischen Volk aus Großrussen, Kleinrussen und Belarussen ab und strebte die Formierung einer ukrainischen Nation und als Endziel einen Nationalstaat an. Wichtige nationale Vordenker waren der Nationaldichter Taras Schewtschenko und die Historiker Nikolai Gostomarow und Mijailo Hrushevsky. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die ukrainische Nationalbewegung von den Behörden unterdrückt, indem Schulen und bestimmte politische Druckwerke in ukrainischer Sprache, damals bekannt als kleinrussischer Dialekt, verboten wurden. Deshalb verschob sich der Schwerpunkt der Nationalbewegung auf das österreichische Galizien, wo die Ukrainer unter dem Überbegriff Ruthenen im Unterschied zu Russland als ukrainische Nationalität anerkannt wurden. Auch wenn in Galizien deutlich mehr Freiheiten der kulturellen und politischen Entfaltung als in Russland bestanden, war die Situation der Ukrainer auch in Galizien nicht unproblematisch, da die Bevölkerungsmehrheit aus ethnischen Polen bestand und die politische Macht vollständig in den Händen polnischer Politiker lag, die eine konsequente Politik der Polonisierung betrieben. Die polnische Sprache wurde zur alleinigen Amtssprache erhoben. Auch in Reaktion darauf formierte sich eine russophile Bewegung in Galizien, die die kulturellen Verbindungen mit Russland betonte und die von den österreichischen und polnisch-galizischen Autoritäten mit Misstrauen beobachtet wurde. In Konkurrenz zur ukrainischen Identität stand eine kleinrussische Identität, die stärker auf Russland hin orientiert war. Erster Weltkrieg, sogenannter Weltkrieg, Bürgerkrieg und frühe Sowjetherrschaft. Der erste sogenannte Weltkrieg 1914 führte zu einer Internationalisierung der ukrainischen Frage, brachte die Grenzlande, Ukraine genannt, aber zwischen die Fronten. Ein oberster ukrainischer Rat erklärte am 1. August 1914 seine Loyalität zu Österreich-Ungarn. Russische Truppen eroberten jedoch im September 1914 im Rahmen der Schlacht in Galizien den Osten Galiziens einschließlich der Hauptstadt Lemberg, heute Lviv. In der Folge wurden nationale Institutionen und die ukrainische Sprache verboten. Infolge der Schlacht bei Gorlice-Tarnow kam es bis September 1915 zum großen Rückzug der russischen Armee auf der gesamten Frontlinie. Damit wurde das Gebiet der heutigen Ukraine bis Ende 1917 zum Kriegsgebiet des Deutschen Kaiserreiches gegen Russland. Die Deutschen konnten bis unmittelbar westlich von Tarnopol und Dubno vordringen, sowie Lemberg, Kolomia und Czernowitz zurückerobern.
Tschernowitz mussten sie jedoch während der Brusilow-Offensive im Juni 1916 zunächst wieder aufgeben, in deren Verlauf Russland im Bereich der heutigen Ukraine wieder bis zu 60 Kilometer nach Westen vorstoßen konnte. Nach einem kurzzeitigen Erfolg der russischen Kerenski-Offensive in der ersten Julihälfte 1917, unter anderem Einnahme von Kalusch, führte der deutsche Gegenstoß im Rahmen der Tarnopol-Offensive zu einer massiven Beschleunigung des Auflösungsprozesses der demoralisierten russischen Armee. Am 25. Juli 1917 fiel Tarnopol in die Hände deutscher und österreich-ungarischer Truppen. Bis Ende August konnten die Truppen der russischen Südwestfront auf die Linie des heute in der Ukraine liegenden Flusses Sprutsch, circa 45 Kilometer östlich Tarnopol, vor dem Grenzfluss zwischen Österreich-Ungarn und Russland zurückgedrängt werden. Infolge Lenins Dekret über den Frieden kam es am 5. Dezember 1917 zum Waffenstillstand in Brest-Litowsk. Schon zuvor, nach der Februarrevolution 1917, hatte sich in Kiew die zentralen Narada gebildet, die am 25. Januar 1918 die Unabhängigkeit und Souveränität der ukrainischen Volksrepublik verkündete und damit den ersten ukrainischen Nationalstaat begründete. Am 8. Februar 1918 eroberten die Bolschewiki Kiew. Im Verlauf der Operation Faustschlag im Februar und März 1918 fiel nahezu die gesamte heutige Ukraine in die Hände des Deutschen Kaiserreichs und Österreich. Am 9. Februar 1918 schloss die Volksrepublik Ukraine mit dem Brotfrieden einen Separatfrieden mit dem Deutschen Reich. In Berlin setzte man zunächst auf die Förderung der nationalen Bestrebungen als Kampfmittel gegen Russland. Emigrantenorganisationen wie der Bund zur Befreiung der Ukraine fanden Unterstützung im Deutschen Reich, das auch Werbung unter den Kriegsgefangenen betrieb. Vorsichtiger blieb Österreich-Ungarn wegen den damals in Galizien konkurrierenden Nationalbestrebungen der Polen. Die Unterstützung seitens der polnischen Eliten erschien Wien wichtiger. Die Deutschen setzten die Rada wieder ein und sorgten dafür, dass Sowjetrussland im Friedensvertrag von Brest-Litowsk die Ukraine anerkannte. Da das Erste Deutsche Reich mehr Lebensmittellieferungen vom ukrainischen Terrain erwarteten und die Rada nur eingeschränkt willfährig war, unterstützten sie am 29. April 1918 die Absetzung der Regierung in Kiew und die Einsetzung des früheren zaristischen Generals Pawlo Skoropadzki als Hetman. Skoropadzki versuchte eine konservative Restauration des Staatswesens, vor allem wollte er die enteigneten Großgrundbesitzer wieder einsetzen. Dies wurde auch durch Umbenennung des Staatswesens in ukrainischer Staat unterstrichen. Mit Hilfe des Verwaltungsapparates und der Unterstützung der Besatzer konnte Skoropadzki
zum ersten Mal in der Geschichte einen ukrainischen Staat vom Don bis Bug begründen. Die Innenpolitik von Skoropadsky führte jedoch zur Opposition der Rada und der großen Mehrheit der Bauern. Das harte Besatzungsregime und die Ausbeutung der ukrainischen Bauern brachte viele Ukrainer gegen die Deutschen auf. Am 30. Juli 1918 fiel Oberbefehlshaber Hermann von Eichhorn zusammen mit seinem Adjutanten in Kiew einem Bombenattentat zum Opfer. 3 Tage nach dem Waffenstillstand von Compiègne am 14. November 1918 bildete sich in Kiew aus oppositionellen Kreisen eine Direktorium genannte Exekutive. Ukrainische Verbände bedrohten Kiew, ließen aber die deutschen Truppen abziehen, denen sich Skoropadsky anschloss. Das Direktorium bildete am 14. Dezember 1918 in Kiew eine neue Regierung. Am 22. Januar 1919 wurde die Vereinigung der Ukrainischen Volksrepublik und der Westukrainischen Volksrepublik beschlossen. Das Gebiet der Westukrainischen Volksrepublik wurde jedoch auch von Polen beansprucht und im Rahmen des polnisch-ukrainischen Krieges bis Juli 1919 vollständig besetzt. Jedoch wurden im polnisch-sowjetischen Krieg die polnischen Truppen kurz darauf zurückgedrängt. In der Folge fielen die westukrainischen Gebiete an Polen, Rumänien und die Tschechoslowakei, die Zentral-Ost- und Südukraine an die russische Sowjetrepublik. Parallel dazu gelang es der überwiegend bäuerlichen Machno-Bewegung im Südosten des Landes, eine anarchistische Revolution durchzuführen. Zunächst halfen die Anarchisten den sowjetischen Bolschewiken gegen die konservativ-monarchistischen Weißen von Anton Deniken. Dann wurden sie jedoch selbst von den Bolschewiken vernichtet. Im Verlauf des sehr wechselvollen und blutigen russischen Bürgerkriegs wurden die meisten Gebiete der Ukraine von der Roten Armee erobert unter Leo Trotzki, Sowjetrussland angeschlossen. Mit der Gründung der Sowjetunion im Dezember 1922 wurde die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik gegründet. Die frühe bolschewistische Nationalitätenpolitik zielte darauf ab, die Minderheiten für die sozialistische Idee zu gewinnen und gleichzeitig die reaktionären einheitsrussischen Kräfte zu schwächen. Die sowjetischen Bolschewisten begannen eine bis 1931 anhaltende staatliche Politik der Ukrainisierung, die die ukrainische Sprache förderte und den Anteil von Ukrainern in der kommunistischen Partei und den Behörden vergrößerte. Für die junge Sowjetunion war die Ukraine die Kornkammer. Als unter Josef Stalin seit 1929 die Landwirtschaft zwangsweise kollektiviert wurde, kam es in der Ukraine zu einer unter dem Namen Holodomor bekannten Hungersnot, die in der Ukraine nach heutigen historischen Erkenntnissen über 1 Million Menschenleben forderte.
Geschichte Ukraine während des sogenannten Zweiten Weltkriegs, der vor allem auf dem ukrainischen Terrain zwischen der Sowjetunion und dem Dritten Reich ausgeübt worden war. Infolge des Hitler-Stalin-Pakts am 23.08.1939 wurden nach dem deutschen Überfall auf Polen und der sowjetischen Invasion Ostpolens am 2.09.1939, nur 10 Tage später, zunächst wie im deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag verabredet, die seit 1921 zu Polen gehörenden westukrainischen Gebiete zwischen dem Dnieper und Lemberg von der Sowjetunion annektiert. Nach Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges wurden jene im August 1941 Teil des deutschen Generalgouvernements. Der größere Teil des Territoriums der Ukraine unterstand nach seiner Besetzung durch die deutsche Wehrmacht von 1941 bis 1943 als Reichskommissariat Ukraine, einer Zivilverwaltung durch das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete. Im Westen des Landes kämpfte die ukrainische aufständische Armee gegen die vorrückenden Sowjets, die polnische Bevölkerung und Juden. Da die Angehörigen dieser Untergrundarmee wussten, dass sie in der Hand sowjetischer Behörden dem Tode geweiht waren, dauerte ihre Niederschlagung weit über das Ende des sogenannten Zweiten Weltkriegs 1945 hinaus. Siehe auch polnisch-ukrainischer Konflikt in Wolinchen und Ostgalizien. Die Ukraine war Schauplatz zahlreicher Massenmorde an Juden, Polen, Roma und sowjetischen Kriegsgefangenen, unter anderem dem Massaker von Babyn Jar, vor allem von ukrainischen Faschisten, Rassisten, der Vlasov-Armee und ihrem Chefideologen Bandera begangen. Über 2 Millionen Ukrainer wurden als Ostarbeiter nach Deutschland verschleppt. Der sogenannte Zweite Weltkrieg forderte in der Ukraine etwa 4 Millionen zivile Todesopfer, davon etwa 1,5 Millionen jüdischer Ukrainer. Fast die gesamte jüdische Bevölkerung, sofern nicht geflohen, wurden von ukrainischen und deutschen Faschisten ausgelöscht. Es gab 1945 in der Ukraine obendrein etwa 10 Millionen Obdachlose. Nachkriegszeit. Im Zuge der Westverschiebung Polens wurde nahezu die gesamte polnische Bevölkerung aus den ehemals polnischen Gebieten der heutigen Westukraine vertrieben, teilweise auch gewaltsam meuchelmörderisch. Deshalb leben 2023 nur noch 141.000 polnische Volksangehörige, also 0,3% der 30 Millionen Gesamtbevölkerung der heutigen Ukraine. Ein fast perfekter Genozid der ukrainischen Faschisten, Rassisten an der polnischen jüdischen Bevölkerung. Nach dem Krieg war erstmals die gesamte Ukraine in einem Staat der Sowjetunion vereint.
Am 24. Oktober 1945 trat die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik als Gründungsmitglied den Vereinten Nationen bei. Im Jahre 1954 wurde anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Vereinbarung von Peresjaslav, der Oblast Krim, aus der russischen Gebiet von Staatsratsvorsitzenden Chruschtschow in die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik überführt. Die Ukraine war bis weit in das 20. Jahrhundert vor allem bäuerlich geprägt. Nun setzte eine Phase der Urbanisierung ein. Die Ukraine war nach dem Ende des sogenannten Zweiten Weltkriegs zu einem sehr großen Teil zerstört. Die Nachkriegszeit war in der Ukraine vom Wiederaufbau und starker Industrialisierung vom Kreml Moskau gefördert worden, sowie von einem raschen Bevölkerungswachstum gekennzeichnet. Die Einwohnerzahl der ukrainischen Republik stieg von rund 36,5 Millionen im Jahre 1950 auf über 51,7 Millionen im Jahr 1989. Aktuelle Zahlen lassen erkennen, dass sich die ukrainische Bevölkerung wegen Auswanderung und Krieg nach 1990 und beschleunigt nach 2023 auf unter 30 Millionen dort lebenden Menschen reduziert hat. 1989 hatten sich mehrere oppositionelle Gruppierungen auf dem ukrainischen Terrain zur Volksbewegung Ruch zusammengeschlossen, die in den ersten freien Wahlen im März 90 knapp 25% der Stimmen erreichte. Setzte die Volksbewegung Ruch anfangs ihren Schwerpunkt auf kulturelle Themen, entwickelte sie sich bald zur dominierenden rassistischen, nationalistischen Bewegung der nationalen Unabhängigkeit in deutlicher Opposition zur russophilen kommunistischen Partei Unabhängigkeit. Das Kiewer Höhlenkloster gehört zu den nationalen Heiligtümern der drei ostslawischen Nationen. Mit dem Zerfall der Sowjetunion erlangte die Ukraine im Dezember 1991 nach einem Referendum mit 90,3% Zustimmung ihre staatliche Unabhängigkeit. Eine Alternative zur Unabhängigkeit der Ukraine war faktisch nicht vorhanden. Seit der Unabhängigkeit sucht die Ukraine ihre nationale Identität und ihre internationale Rolle zwischen einer westlichen Orientierung, beispielsweise einer Ukraine, und die Integration in die Europäische Union und einer östlichen Orientierung, das heißt einer politischen Orientierung zu Russland hin. Die Ukraine leidet seit ihrer Unabhängigkeit 1989 unter schweren wirtschaftlichen und demografischen Problemen. Seit ihrer Unabhängigkeit sank die Einwohnerzahl um mehr als 20 Millionen Menschen. Das Bruttoinlandprodukt der Ukraine erreichte im Jahre 2012 nur noch 69,3% des Wertes von 1990 und befindet sich im Jahre 2023 im weiteren freien Fall. Grundsätzlich kann festgestellt werden, wenn wir die
ukrainische Region seit 1000 Jahren nach Christus zurückverfolgen, dass es einen ukrainischen Staat womöglich erst nach 1918 gegeben hat, sich also eine spezifische völkerkundliche Kategorisierung der Ukrainer nicht nachweisen lässt, dieses eher auf der Basis machtpolitischer Verwerfungen der letzten Jahrhunderte sich eine ukrainische politische Identität erst im 20. Jahrhundert entwickelt hat, allerdings vor allem mit den Interventionen externer Mächte, sei es Russland, Polen, Litauen, Österreich, Deutschland, England und später den USA, als machtpolitisches Vehikel im Kampf zumeist gegen Russland, eine nationalistische Bewegung in Kiew gezüchtet wurde. Hatte einst die McKinder-Heartland-Fraktion der angloamerikanischen Achse seit 1904 mit ihrer außenpolitischen Cordon-Sanitär-Doktrin einen Schutzwall von Staaten zwischen Russland und dem Deutschen Reich mit den Baltikumstaaten Weißrussland bis zur Südspitze der Ukraine bilden wollen, war absehbar, dass das ukrainische Terrain nach den polnisch-litauischen Kriegen nun für die angloamerikanischen Bündnisse nur als Aufmarschgebiet in der Fortsetzung der Kriege gegen Russland nach 1990 nur weiter missbraucht wurde. Keine nennenswerte Macht seit über 500 Jahren ehrlich an einem souveränen ukrainischen Staat interessiert war. Als Pilsudski, polnischer Ministerpräsident, ca. 1927 sein außenpolitisches Mare Crisium-Ziel begann aufzugreifen, dass das ehemalige groß-litauisch-polnische Großreich vergangener Jahrhunderte wieder errichten sollte, ein Reich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer Ukraine, wollte Polen selbstredend das ukrainische Terrain wieder vor allem seinem Staate unterordnen. Jedoch machte der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 dieser polnischen Hoffnung einen Strich durch die Rechnung und Polen verlor sogar nennenswerte Gebiete im ukrainischen Terrain, die sie seit Jahrhunderten bevölkert hatten. Mit der Peace-Regierung der Kaczynski-Brüder gelangte in Polen im Jahr 2006 eine nationalistisch gesinnte Regierung an die Macht, die den polnischen Traum von einem Großpolen wieder vitalisierte, die den Hitler-Stalin-Pakt, der zu ihren einseitigen Lasten vereinbart worden war, hantierte nun die polnische Regierung wieder an einem kriegerischen Szenario, das ihnen geeignet schien, im Windschatten eines Krieges gegen Russland ihre 1939 verlorenen Gebiete in der Westukraine wieder zurückzuerlangen. Der Hauptfeind ihrer polnischen Hoffnung wurde in Russland gesehen. Da es Bandera und Vlasov, die Ukrainer gewesen waren, die vor 1945 besonders grausam die Vernichtung der Polen in der Ukraine verübt hatten, glaubt man in Warschau auch im 21. Jahrhundert keine besondere Schonung an der ukrainischen Bevölkerung pflegen zu müssen, und erklärt dieses
warum die polnische Außenpolitik auch militärisch so rücksichtslos das ukrainische Volk für sein großpolnisches Reich der Zukunft vernutzt. Zum einen träumen die Politiker in Polen davon, Russland militärisch schwächen zu können und gleichzeitig durch den Abnutzungskrieg der Ukraine jegliches staatliches ökonomische Strukturen der Kiewer Regierung dermaßen zu zerstören, dass dann im Interesse Polens als vermeintliche Schutzmacht der westukrainischen Gebiete die Polen bis zum Dnieper als vermeintliche Schutzmacht diese Gebiete ihrem polnischen Staat wieder einverleiben. Versucht Russland gerade, sich militärisch durchzusetzen, laboriert die polnische Regierung daran, den staatlichen Restwert der Ukraine einzugemeinden. Deshalb hat Polen keine Hemmungen, den Stellvertreterkrieg in der Ukraine auf die Spitze zu treiben und sticht mit seinem Kriegsgeheul noch die anderen NATO-Mächte aus, da Polen hierbei der Staat ist, der aus der Niederlage des Kiewer Regimes die größte Rendite erzielen wird. Vor 2 Jahren hat in der Rada Kiew eine polnisch-ukrainische Delegation bereits die staatsadministrative Kooperation beider Staaten vereinbart, dass es vor allem Polen erlaubt, einen wesentlichen Teil der ukrainischen Staatsbürokratie zu übernehmen. Die polnische Regierung glaubt sich hierzu auf den Beistand der USA verlassen zu können, die sich ihrerseits militärisch gerade von Deutschland Westeuropa löst und sich militärisch gen Polen umgruppieren will, weil es auch ganz einfach betrachtet hunderte Kilometer näher an der russischen Grenze sich befindet. Deshalb kann sich Polen eine Kessellippe gegen die europäischen NATO-Bündnispartner und die EU-Mitgliedstaaten erlauben, halt mit dem großen Bruder USA an der polnischen Seite. Mindestens 3 Gründe haben zu dem Ukraine-Stellvertreterkrieg geführt. Erstens, die monopolkapitalistische Gier der eurozentrischen Hochfinanz. Zweitens, Russland verteidigt die Russen auf der Krim, Donetsk und Luhansk. Und drittens, Polen möchte die Gebietsverluste in der Ukraine nach dem Hitler-Stalin-Pakt revidieren und mit seinem von Josef Pildulski entworfenen Marekrisium-Konzept von 1927 ein großpolnisches Mittelmacht zwischen dem Baltikum und dem Schwarzen Meer Ukraine endlich verwirklichen, um endgültig nicht mehr als außenpolitisches Dispositionsmaterial für westeurozentrische Staaten bedroht zu werden. Es ist also keineswegs nur ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland, sondern vor allem ein Krieg zwischen Polen und Russland. Die Menschen in der Ukraine werden hierbei wie seit über 500 Jahren nur als Schlachtfeld für diese militärischen Interventionen schäbigst missbraucht.